Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. In diesem Video gibt es mal wieder was zum Testen und zwar habe ich mir die GHD Glättbürste bestellt, um einfach mal eine Alternative zum Glätteisen auch auszuprobieren. Da hat mich tatsächlich auch eine Zuschauerin von meinem YouTube-Kanal draufgebracht, die eben auch gesagt hat, ja, der Steeport ist gerade so wahnsinnig teuer und sie guckt sich vielleicht mal als Alternative auch eine Glättbürste an. Und da dachte ich mir, ich sollte vielleicht auch mal gucken, was die Glättbürsten denn so drauf haben. Ich habe vor längerer Zeit meine Glättbürste getestet und war nicht so ganz happy damit, weil einfach die Borsten sehr statisch waren, ja, und das Styling damit nicht besonders einfach war und ich meine Haare damit auch einfach nicht glatt gekriegt habe. Ja, und ja, GHD ist ja grundsätzlich auch eine Marke, die für Qualität steht und auch für tolle Styling-Produkte und deswegen dachte ich mir, gebe ich der Glättbürste einfach mal eine Chance. Die Glättbürste hat nämlich auch ja, unterschiedlich lange Borsten. Und auf mich wirken sie jetzt nicht so extrem statisch, sondern eher wie jetzt bei einer normalen Haarbürste. Nur, dass sie halt eben mit Keramik-Heizplatten hier irgendwo ausgestattet sind, die eben dafür sorgen, dass die Haare während des Bürstens eben auch geglättet werden sollen. Die Bürste arbeitet insgesamt immer mit 185 Grad, weil GHD einfach sagt, dass 185 Grad so die optimale Styling-Temperatur ist. Und ich bin super gespannt, ob ich meine Haare damit richtig schön glatt bekomme. Ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, ja, mir beim Testen des Gerätes zuzuschauen und auch dabei sein wollt, dann würde ich vorschlagen, bleibt jetzt am besten dran. Meine Haare sind im Übrigen frisch gewaschen und einfach nur trocken geföhnt. Und ich habe meinen Hitzeschutzspray bereits vor dem Haareföhnen aufgetragen. Nur als wichtiger Tipp für euch auch nochmal, bitte tragt immer einen Hitzeschutzspray auf, bevor ihr eben mit Hitze arbeitet. Ich werde jetzt gleich mal meine Haare abteilen, ja, damit es gleich mit dem Glätten der Haare losgehen kann. Meine Mähne ist jetzt auf jeden Fall schon mal abgeteilt. Ich habe es ein bisschen grober abgeteilt, ja, weil das Gerät ja auch verspricht, dass man große Partien damit glätten kann. Und ja, das würde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich würde jetzt gleich erst noch mal vorher schon meine Haare durchkämmen. Einfach um zu gucken, dass keine Knoten in den Haaren einfach drin sind und ja, die Bürste da einfach auch gut durchkommt. Vergesst bitte nicht, tragt euch unbedingt einen Hitzeschutzspray auf, bevor ihr eben mit Hitze arbeitet, weil die Haare dadurch einfach insgesamt deutlich weniger geschädigt werden und ja, es einfach wichtig für die Haare ist. Das Gerät ist jetzt auch super schnell aufgeheizt gewesen, es hat knapp eine halbe Minute gedauert. Ich würde mir jetzt einfach hier mal eine Partie wegnehmen. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme eine Partie ungefähr von dieser Größe hier. Die ist schon recht groß, aber das ist jetzt auch eine Partie, die man eigentlich mit einer Bürste gut kennen können sollte. Und jetzt gucken wir mal, ja, was das Gerät denn so macht, beziehungsweise was es kann. Also ich muss sagen, das gleitet nicht so wahnsinnig smooth durch die Haare. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Ich habe nämlich hier direkt so ein bisschen, ja, es sieht so ein bisschen geriffelt aus. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich probiere es jetzt einfach mal, indem ich einfach mal mit der Bürste von oben durchgehe. Also sprich einfach so hier. Vielleicht ist das auch der Sinn und Zweck. Aber die Strähne ist grundsätzlich doch schon ganz glatt geworden. Ich gehe mal unten auch ganz normal durch. Ich glaube, ich bin einfach viel zu langsam durchgegangen beim ersten Mal, weil ich mir nicht ganz sicher war, in welcher Geschwindigkeit. Aber wenn man, ja, die Haare rutschen so ein bisschen raus. Aber die erste Strähne schaut auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Also sie ist richtig glatt geworden. Muss man nochmal gucken, ob das Geriffelte so ein bisschen weggegangen ist. Nö, schaut auf jeden Fall gut aus. Ich nehme mal hier jetzt so eine untere Strähne auch noch. Ich hoffe, dass man das alles gut sehen kann. Gehe jetzt da auch einfach mal durch. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich meine, hier muss ich nochmal drüber gehen. Hier sind noch einige Strähnen, die sind eben nicht so schön geglättet. Da stecke ich mir jetzt einfach diese Strähne einfach kurz mal nach oben, damit ich da auch gut hinkomme. Und gehe jetzt da einfach nochmal hier mit der Bürste so drüber. Hey, das klappt richtig gut. Die Strähne ist richtig glatt geworden.
fühlt sich auch ehrlicherweise richtig gut an. Und das Gute ist, wenn man nicht so wie ich im ersten Step falsch drüber geht, ich glaube, es gibt kein Falsch, aber ich bin einfach viel zu langsam drüber gegangen. Das heißt, man kann schon einfach in schnelleren Bewegungen durch die Haare gehen und die Strähne wird richtig glatt. Also wenn ihr guckt, hier könnt ihr sehen, das ist die geglättete Partie und hier könnt ihr schon mal sehen, wie die Haare eben nicht geglättet aussehen. Und da finde ich, kann man eigentlich direkt schon sehen, dass die Bürste die Haare richtig schön glatt macht. Ich bin mal gespannt. Ich glätte jetzt mal den Rest meiner Haare und halte euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden. Im Übrigen ist es ganz wichtig, dass man vielleicht von unten und auch von oben über die Strähne drüber geht, damit die Strähne natürlich auch von beiden Seiten richtig gut geglättet wird. Fazit: Ich bin auf jeden Fall begeistert von der Bürste. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so super funktioniert. Und wenn ihr euch mal im Vergleich die beiden Seiten anguckt, also die Seite, die hier jetzt schon geglättet ist und die Seite, die hier nicht geglättet ist, kann man auf jeden Fall einen richtig guten Unterschied sehen und kann sehen, dass die Seite hier wirklich richtig gut geglättet ist. Und das Gute ist, die Haare fühlen sich auch super weich und geschmeidig an. Also man hat auch das Gefühl, dass die Haare recht schonend geglättet werden. Und ich finde auch, dass man mit der Bürste ganz gut auch an die Ansätze rankommt. Wenn man von unten mit der Bürste durch die Haare geht, kommt man nicht so 100% gut ran. Aber von oben kommt man wirklich richtig gut auch an den Ansatz ran. Also das Glätten mit der Bürste ist wirklich so simpel. Es ist wirklich eigentlich ganz einfach, wie wenn man seine Haare bürsten würde. Also ich würde jetzt sagen, ich glätte auf jeden Fall noch den Rest meiner Haare und wir sehen uns gleich wieder. Also für diejenigen unter euch, die Schwierigkeiten haben, die hinteren Partien ihrer Haare zu glätten, weil sie da nicht so gut hinkommen, ist die Bürste wirklich super, weil man braucht ja einfach nur über die hinteren Partien drüber zu gehen und sie werden einfach super mitgeglättet. Und das Schöne ist, die Bürste gleitet wirklich super weich durch die Haare. Man kann wirklich da ganz easy einfach drüber gehen, hier ansetzen und einfach die Bürste ganz smooth einfach nach unten ziehen. Und die Haare werden geglättet. Also es ist wirklich genauso eigentlich wie beim Haarebürsten, nur dass parallel eben auch die Haare geglättet werden. Das ging jetzt wirklich ruckzuck. Ich habe knappe 12 Minuten gebraucht, um meine Haare mit der Glättbürste zu glätten. Und man muss ja auch dazu sagen, ich habe es wirklich Strähne für Strähne gemacht, habe zwar größere Partien genommen, muss aber auch sagen, dass es wirklich richtig gut funktioniert hat. Wenn ich mir so beide Seiten angucke und so durch die Haare fahre, dann fühle ich, dass die Haare super weich und geschmeidig sind, dass sie richtig schön glatt geworden sind und dass sie auch einen richtig schönen Glanz haben. Also ich bin super überrascht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich mit dem Thema Glättbürsten irgendwie ja nicht so ganz happy war mit allem, was ich so bisher in der Hand hatte. Aber mit der Glättbürste bin ich wirklich zufrieden. Ich mag das Ergebnis total gerne. Ich hatte zum Beispiel bei anderen Glättbürsten eben auch das Problem, dass meine Haare total struppig geworden sind. Sie sind zwar irgendwie glatt geworden, aber sie sind so ein bisschen abgestanden und irgendwie haben die Haare so ein bisschen frizzlig ausgesehen und sahen ein bisschen stumpf und glanzlos aus. Und bei der Bürste habe ich direkt das Gefühl, dass die Haare nicht nur geglättet werden, sondern dass die Haare auch schon geglättet werden und dass die Haare jetzt nicht so stumpf und kaputt nach dem Glätten aussehen. Was denke ich auf jeden Fall wichtig wäre, wenn man mit der Bürste arbeitet, ist ein Hitzeschutzhandschuh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn man so mit der Bürste über die Haare durchfährt und so mit den Händen an seine Haare rankommt, dann spürt man schon, dass die Haare sehr warm werden.
Und an der einen oder anderen Stelle war es mir jetzt ein bisschen zu warm. Das heißt, ich würde vielleicht für das Glätten meiner Haare mit der Glättbürste auch einen Hitzeschutzhandschuh nehmen. Der war jetzt leider nicht im Lieferumfang mit dabei, aber den kann man sich sicherlich irgendwie dazu kaufen. Ich habe einen Hitzeschutzhandschuh von meinen Lockenstäben sicherlich irgendwo rumfliegen. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Hitzeschutzhandschuh zu nehmen. Aber ansonsten kann ich sagen, bin ich echt ja, ein Fan von der Glättbürste und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Mich würde total interessieren, ja, wie sind eure Erfahrungen mit Glättbürsten? Habt ihr schon mal eure Haare mit Glättbürsten geglättet und habt ihr da gute Erfahrungen gemacht oder eher schlechte? Mich würde es total interessieren. Ja, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es gerne ins Kommentarfeld. Ihr könnt mir natürlich auch immer gerne auf Instagram unter Elsa liebt das Leben schreiben, wenn ihr jetzt Fragen haben solltet zu dem Gerät, ja, oder generell auch Fragen zu meinem Kanal haben solltet. Schreibt mir immer gerne. Ich gucke immer auch, dass ich euch eben auch zeitnah antworte. Ansonsten würde ich euch auch nochmal alle Infos ja, zu meinem Hitzeschutz und eben auch zu dem Gerät in der Infobox auch hinterlassen. Und würde mich total freuen, wenn ihr mich wissen lasst, ob euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Das ist für mich auch immer ein gutes Feedback, um einfach auch zu wissen, ja, ob euch meine Videos gefallen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich verabschiede mich aus diesem Video und freue mich schon aufs nächste Mal mit euch.